Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Omega Rubin mit Nervensäge Miri an meiner Seite und einer Stelle, wo ich endlich Taucher einsetzen kann. Gucken wir mal, ob hier zufällig die Geheimbasis ist in dieser kleinen. Ich war noch nie unter Wasser im Pokémon. Glaubst du, das könnte das sein? Das wäre aber sehr auffällig, wenn das da jetzt durch Zufall wäre. Ach, so eine Scheiße. Ist natürlich nicht. Du wolltest mich nur verarschen, du Blödmann. Ich habe aber echt gedacht, das würden die da machen. Super, jetzt muss ich also diese blöde Basis unter Wasser finden. In diesem ganzen Durcheinander. Das wird ja was werden. Willst du mir nicht einfach verraten, wo sie ist? Ganz ehrlich? Ja? Ich muss sie jedes Mal selber suchen. Oh, super. Willst du mich herausfordern? Du mich? Also gut, dann mach dich drauf gefasst zu verlieren. Ich habe so einen schlechten Orientierungssinn. Ich finde das Ding jedes Mal aufs Neue nicht. Ja, aber ich soll es finden, oder was? Ja. Ja, nein. Ich kann dir nicht helfen, wie gesagt. Ist links, rechts, geradeaus, unten, Mitte? Ja, ich weiß es nicht, im Wasser. Danke. Ja, bitte. Super. Und weißt du, wo ich wohne? Im Haus. Ja, was ein Zufall, ich auch. Ja, wow. Oh, wir könnten glatt verwandt sein. Echt? Weißt du, wo ich wohne? In der Stadt. Ja, das ist so krass. Wow, was ein Zufall. Das ist echt ein Wunder. Und weißt du, wo ich wohne? In einem Land. Ja? Ja. Im Wasser? Nein, in einem Land. Okay, dann doch nicht. Ich wohne nämlich im Wasser. Ja, deswegen weißt du auch, wo die Geheimbasis ist, willst du mir noch nicht verraten. Ja. Super. Da. Stromstoß, ist das eine gute Attacke? Warte mal, gucken wir mal an. Kriegst halt selber Schaden. Oh, was? Aber es ist ein Elektro-Pokémon. Wieso sollte es von Stromstoß selber Schaden kriegen? Andere erzeugt Spannung, greift, indem er Kollisionskurs geht. Mist. Aber es ist vielleicht besser als Donnerzahn. Oder Ladungsstoß. Ne, wir machen der Donnerzahn dafür weg. Ist okay. Stromstoß sollte stark genug sein. Und ein Reitschuh. Oh, jetzt sollte ich mein Pokémon wechseln, ja. Nein, warum denn? Wechsel bitte nicht das Boden-Pokémon aus. Ich vergesse immer, dass mein Zoompex Bodenwasser ist. Weil irgendwie, ja, was soll ich sagen? Es ist halt nun mal ungewohnt, dass ein Wasser-Pokémon gegen ein Elektro-Pokémon drin bleiben kann. Auch wenn du recht hast, ja. Trotzdem werde ich mich nie dran gewöhnen. Tschüss, Raichu. Dieses Verinnerlichen, welches Pokémon zu welchem Typ gehört, das ist echt schwer. Ich weiß nicht, ob man da so eine Vokabel... Ja, weißt du genau, welches Pokémon was hat? Ja, schon meistens. Von allen 875 Millionen Pokémon. Weiß ich sie meistens, aber meistens eher nur bei der letzten Entwicklung. Bei den vorderen bin ich mir dann nicht sicher, ob die schon den zwei Typen haben oder noch nicht. Ah, ich hab Wasser ins Auge bekommen. Was? So klingt Miri auch immer, wenn sie Wasser ins Auge gekriegt hat. Was weiß ich denn? Er hat rumgeheult. Geh jetzt mal Taucher. Sind unter Wasser auch Trainer? Nein, ne? Ja. Nicht ernsthaft. Natürlich. Ganz viele. Oh, hier ist. Aber hier ist Gras. Was bist du? Nein, das ist. Das ist ein Pokémon. Blub, 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 blub. Sieh mich an, ich bin ein Wasser-Pokémon. Siehst du, das ist ein Wasser-Pokémon. Und er kämpft wirklich gegen mich. Oh nein. Wie sie die Luft anhält. Taucherin Annika. Na, dann halten wir die Luft an. Mal gucken. Wir lassen den Kampf jetzt einfach mal 10 Stunden laufen. Lü, lü, lü. Das ist ein Pokémon, siehst du, es gibt keine Trainer unter Wasser. Sie hat... Aber es gibt was Gras unter Wasser, das heißt, ich kann da wilde Pokémon finden. Ja, das ist Wassergras. Oh, supi. Oder so. Ja, irgendwie so in der Art. Dass unsere Pokémon überhaupt unter Wasser atmen können, ohne Probleme beim Kämpfen, ne? Ja, die halten die Luft dann. Ja, genau, solange sie aus dem Ball sind. Bum, 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 bum. Wäre lustig, wenn diese Pokémon jetzt einfach irgendwie auch so eine Taucherbrille auf hätten oder so was Scheiß. Das wäre wahrscheinlich zu aufwendig für die, das für jedes Pokémon zu machen, weil du kannst die Taucherbrille ja nicht überall gleich aussehen lassen. Die Pokémon haben irgendwie immer unterschiedliche Gesichter. Tschüss, armes Liebeskuss-Gedöns. Man hat sie zweimal das gleiche Pokémon. Was ist falsch mit der? Warum sollte man überhaupt zweimal das gleiche Pokémon mit sich rumschleppen? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch zu denjenigen gehört, die einfach zweimal das gleiche Pokémon... Also ich schon. Weiß ich, fünfmal am besten. Bla blub, bla blub. Bla blub. Bla blub, bla blub. Blub, blub. Blub, bla blub, blub. Okay, jetzt geht's hier wieder nicht mehr weiter, ne?
Heißt das also ernsthaft? Wieso ist denn diese... Warum kann ich nicht unter Wasser einfach überall hin? Warum muss ich jetzt jedes Mal nach oben, da weiter schwimmen und dann nachher wieder nach unten? Was ist das für ein Scheiß? Das macht so Spaß. Bitte nicht. Hallo? Warte, in Wirklichkeit kann ich auch ohne Schwimmreifen schwimmen? Ja, bestimmt. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Oh Mann. Wie du ihn synchronisiert hast. Blanca Marin. Wen? Das Kind. Wie? Was hab ich gemacht? Voll tiefe Stimme. Ach so. Entschuldigung. Ich habe ja auch nicht gewusst, dass es ein Kind ist. Es ist ja auch nur ein blödes Liebeskuss. Habe ich schon gesagt, dass das hier voll unkreativ ist? Dass das in Pokémon X und Y viel spannender ist, dass es immer wieder andere Pokémon sind? Und nicht immer die gleichen. Ja, mein Liebeskuss. Ich auch. In X und Y gibt es aber auch mehr Pokémon. Da gab es ja nur die ersten drei Generationen damals. Okay. Verjagt das Ziel und ersetzt es durch ein anderes Pokémon. Okay, beende den Kampf in der Wildnis. Nee, danke. Brüller kannst du behalten. Ich weiß gar nicht, ist das sinnvoll? Nee, eigentlich nicht so. Der Swimreifen stört beim Kämpfen. Entschuldigung, Kind. Und du hast nur 152 Pokémon dagegen. Du bist voll geizig. Ist hier rechts die Base? Glaube nicht, hier sieht eine neue Stadt aus. Swimreifen sehen irgendwie wie Donuts aus. Ob sie auch genauso gut... Ja, beiß mal rein. Gerne, beiß rein. Mitten am besten auf dem hohen Ozean. Das hat auch einen Liebeskuss. Wow, wir sind so innovativ bei Game Freaks und lassen allen blöden Schwimmern Liebeskuss zukommen. Ja, das hatten wir noch nicht. Oh, warte, wir haben 875 Pokémon zur Auswahl. Welches nehmen wir denn jetzt? Oh, Liebeskuss finde ich gut. Das spiegelt so die Niedlichkeit der Kinder wieder. Haha. Und unter Wasser? Da ist noch ein Trainer, der sieht erwachsen aus, der ist ein Taucher. Was geben wir ihm denn? Ach, Liebeskuss. Aber es hat Platz für zwei Pokémon. Zwei Liebekusse. Ich hab Hunger. Dann ist da ein blöder Schwimmreifen. Also rechts scheint die nächste Stadt zu sein. Da müssen wir dann wohl mal nicht hin. Nee, da gehe ich jetzt auch nicht hin. Wir müssen immer noch die bösen Gegner aufhalten. Oder ist ein Angler. Hallo, Angler. Bist du der mit den 5 Karpados? Ich bin der Pracht Poly City. Daher habe ich mir ein Pokémon geangelt. Das ach, weiß ich mal, mit Kaskade in den Wasserfall erklimmt. Wie meine blöde Angelei. Angler Alvaro. Hm. Hat ein Wallmeer. Ja, genau. Wallmeer und wahrscheinlich Liebeskuss. Seid doch mal kreativ, meine Güte. Aber Wallmeer hatte doch noch niemand. Doch! In der letzten Folge. Ja, in der letzten zweimal. Folge. Zweimal. Ja, das, was? Das zählt nicht in der letzten Folge. Wie das? Aber es ist die gleiche Route. Als wenn es nicht genug Wasser-Pokémon geben würde, ein Seemon. Okay, das ist neu. Ja, siehst yay, du. Yay, endlich. Hallo, Seemon. Du bist die Weiterentwicklung von Sepa. Ein Wasser-Pokémon mit, was hat es noch? Nur Wasser? Ich glaube, es ist ein reines Wasser-Pokémon, oder? Ja. Danke, dass es mein neues Pokémon war. Danke. Das war wohl eher eine Kaskade in den Abgrund für mich. Oh Mann. Und ich darf weiter suchen, wo die Base ist. Hurra, hip, hip, hurra. Alles ist super, alles ist wunderbar. Hip, hip, hurra. Alles ist besser, als gestern war. Weißt du, ich orientiere mich an diesem grünen Viereck, was ich da unten im Wasser sehe. Vielleicht... ist da ja die Base. Nein. Nicht? Aber warum denn nicht? Kann ich da noch tiefer tauchen? Nein, ich will nicht an die Oberfläche zurück. Nein. Wir gucken uns das hier unten unter Wasser erstmal an. Sieht schön aus hier. Aber jetzt bin ich auf Route 127 da wieder zurück, oder? Nee. Oh, meine Nerven. Search for the... Ah, oh, da ist ein Taucher. Hallo? Blub. Hast du schon mal etwas von Meeresschnee Was? Wie Meeresschnee? Seid ihr alle eigentlich ein bisschen besoffen, ihr Taucher? Bisschen zu lange unter Wasser gewesen, Sauerstoff ausgegangen, ein paar Gehirnzellen abgestorben oder so? Dein Stami, das kann auch kein Schnee. Aber es könnte vielleicht Eis... Na, Eiszahn bestimmt nicht, aber eine andere Eisattacke. Entschuldigung, Stami, aber das... kann ich leider nicht akzeptieren, dass du im Leben bleibst. Vor allen Dingen nicht bei seinem komischen Trainer, der
blub, 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 irgendwas vom Winterschnee labert. ja, Wasserschnee, blub. Wasserschnee. Ich weiß nicht, was Wasserschnee ist. Ich werde es jetzt nochmal drauf ansprechen. Das wird einem bestimmt erklären. Blub, blub. Meeresschnee ist ein Anzeichen für ein gesundes Meer. Reich an Leben. Hä? Was? Ja, ja, natürlich. Ganz logisch, dass Meeresschnee ist. Ist Route 128, Route 128. Und da ist sie ja! Die Geheimbase. Nein, lass mich die Tiefseehöhle. Sag mir bitte, dass das die Geheimbase ist. Bitte. Nicht so ganz. Warum nicht? Doch, da! Du Dovi! Mich verarschen wollen, ne? Nein, gar nicht. Ich hab die Tiefseehöhle gefunden, endlich! Hurra, 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 hurra! Alles ist super, alles ist wunderbar! Wir haben die Base gefunden vom Gegner und jetzt gehen wir da mal rein. Ja, viel Spaß. Oh nein, nein, es ist wieder voller Rätsel. Habe ich überhaupt ein Pokémon, was Stärke kann? Nein, natürlich habe ich kein Pokémon, was das kann! Braucht man Stärke? Ne, Zertrümmerer braucht ich dafür oder sowas. Na, super. Stärke, schwere Felsen bewegen, Zertrümmerer. Gut, dass wieder keins meiner Pokémon das kann. Flambirex, du hast, glaube ich, bisher noch keine gescheiten Attacken, dann kannst du jetzt Zertrümmerer lernen. Gucken wir mal, was kann man denn dafür wegtun. Zurückhaltung. Okay, Zurückhaltung ist das gleiche wie Trugschlag. Warum gibt's das nochmal? Muss ich nicht verstehen, ne? Egal. Trugschlag haben wir schließlich einmal, da brauchen wir nicht noch zusätzlich Zurückhaltung. Wir hatten ein Pokémon, was Zertrümmerer konnte, oder? Sonst wären wir doch gar nicht weitergekommen. Habe ich noch Stärke bei einem Pokémon? Das weiß ich nicht. Auch nicht mehr. Super. Ganz toll. Und warum greift mich da ein wildes Pokémon raus an? Mist! Was haben wir denn da? Ein Georock! Hallo, mein Georock! Dich habe ich schon. Nein, dich habe ich noch nicht gefangen. Oh! Oma, endlich wieder ein Pokémon, was wir noch nicht haben. Dann greife ich dich halt nur ein bisschen an. Bitte nicht töten. Es hat Robustheit. Hurra! Sonst wäre es tot gewesen. Nein! Oh, du blödes Pokémon! Ich wollte dich fangen! Mist. So ein Kack, warum lässt es sich denn nicht fangen? Stärke. Möchtest du Stärke einsetzen? Ja, wir haben noch eins, was Stärke kann. Ja, unser Metagross kann das sehr gut. So, machen wir hier auch noch alles ordentlich. Müssen wir die ganze Höhle noch. Wie sind die überhaupt dahergekommen? So, machen wir hier auch noch einen Stein hin und hier noch einen Stein. So, hallo Gangsterboss. Wir können hier keine Kinder gebrauchen. Ab nach Hause mit dir und zwar Dalli. Oh nein, die Höhle sieht kompliziert aus. So viele Gänge. Viel Spaß. Oh, danke. Team Magma-Rüpel. Ein Kamau. Ach, jetzt kommt wieder diese kreativen Pokémon. Oh, wir haben da so ein Kamaub über. Das geben wir jetzt mal hier Team Magma. Und zwar allen. Aber das ist doch das Standard-Pokémon für ein Team Magma. Ja, aber warum? Ja, weil sie die brüten irgendwo. Ja, die haben Zucht extra dafür. Ja, richtig. Wahrscheinlich kriegst du die auch von denen, wenn du Wundertausch spielst, so wie wir. Das Kamaub hatten wir wahrscheinlich von Team Magma bekommen. Einer hat bestimmt keinen Bock mehr gehabt und gesagt, ja, dann hole ich mir jetzt einen Kamaub, dann gebe ich meinen Kamaub weg, mal gucken. Vielleicht kriege ich ja was Cooles dafür. Und jetzt wird Zumpex auch noch eingeschläfert, danke. Sehr super. Genau das, was ich wollte. Und es schläft, war klar. Natürlich schläft es ein, natürlich. Magnaie, nein, du bleibst einfach drin, du machst es einfach weg. Egal, ob du schläfst oder nicht. Wir brauchen Schlafsprache, ne, wie heißt das? Traumschläfer? Schlafrede. Schlafrede, danke. Aber leider schläft mein Zumpex. Ja, ich meine, ich hab's leider nicht so. Bei den Gegnern sollte man echt immer Schlafrede mit einem Pokémon dabei haben, einfach weil darum. Aufwachen, Zumpex, aufwachen. Aufwachen! Oh ja, Itemsperre. Oh nein! Zumpex, bei 3 wachst du auf. Wir haben ein Codewort zusammen, ja. Ich muss Zumpex nur was sagen.
Und wenn er das hört, diese Kombination, dann wacht es auf. Und zwar, Miri ist doof. Ja, ich glaube, das war nicht richtig. Warte. Mist. Ich habe es, glaube ich, falsch formuliert. Miri ist gemein. Bin gespannt. Wie war es denn nochmal? Ja, siehst du, es war richtig. Miri ist gemein ist das Wort. Yes. Gut, okay. Rausgefunden, ein Glück. Ha. Und diese Höhle ist scheiße. Das wäre vielleicht das Passwort gewesen. Ich will nach Hause zu meiner Mami. Oh. Ja, der arme Kerl. Tja, ihr Lieben, aber ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Schaltet morgen wieder ein, wenn ihr wissen wollt, wie toll diese Höhle ist und was wir hier noch so finden. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Schaut bei Miri und der Nuzlocke vorbei, die wir zusammen spielen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Tschüss.